Heute basteln wir zusammen ein Saatband. Das ist super geeignet, wenn man öfters das Problem hat, dass man sowas wie Möhren, Radieschen, Rucola oder auch Pflücksalat einfach viel zu eng sät, weil die Samen so klein sind, weil man die richtigen Abstände halt einfach nicht hinkriegt. Dafür ist ein selbstgebasteltes Saatband, in dem man quasi die richtigen Abstände von Anfang an festlegen kann, einfach eine super Hilfe. Man kann diese Saatbänder auch fertig kaufen, aber die sind nicht ganz günstig, selbstgemacht dagegen schon, und man kann sie genauso gut verwenden wie die gekauften. Alles, was man dazu braucht, ist eine Rolle Klopapier, eine Papierschere, ein Metermaß, um die richtigen Abstände abzumessen, ein Stäbchen oder ein Pinsel, etwas Wasser, etwas Mehl und natürlich Saatgut. Wir verwenden die Saatbänder in unseren Hochbeeten und die sind genau 1 Meter breit. Deswegen habe ich hier 1 Meter von dem Klopapier abgemessen, habe mir das so gefaltet, und weil das so breit ist, schneide ich das jetzt mit einer Schere genau in der Mitte durch. Dadurch kriege ich dann hier jetzt 2 1 Meter lange Stücke sozusagen, wenn ich das wieder auffalte, auf denen ich dann mein Saatgut verteilen kann und die ich dann eben nochmal in der Mitte falte, damit das Saatgut gut geschützt ist. Als nächstes mischen wir uns jetzt so eine breiige Pampe an aus Mehl und aus Wasser. Das brauchen wir, damit das Saatgut eben auf dem Klopapier auch festhält. Man braucht da wirklich nicht viel dazu und es soll so ein bisschen so eine breiige, kleistrige Konsistenz haben. Also ich habe gesehen, hier so ein Teelöffelchen Mehl und ein Teelöffelchen Wasser, das reicht schon aus. So, und das tragen wir jetzt in den richtigen Abständen auf unser Saatband auf. Ich hatte das ja hier so gefaltet, und den Meter mal so rum, dann sieht man das besser. Ich hatte das ja hier so gefaltet, ich falte das jetzt quasi wieder auf, lege mein Metermaß dazwischen. Das Wichtige ist noch, das hier, was ich jetzt hier drauf sehe, sind Radieschen. Da ist der optimale Pflanzabstand, liegt bei 5 cm. Also gucke ich, dass ich jetzt hier mit meinem Holzstäbchen oder mit meinem Pinsel von dieser Pampe alle 5 cm einen kleinen Tupfen auf die eine Hälfte dieses gefalteten Bandes mache. Also in der einen Hälfte kommt da jetzt so ein Tupferl drauf. Ich habe jetzt zu Demonstrationszwecken hier mal ein Stückchen abgerissen, also das ist kürzer. Man kann diese Bänder in jeder beliebigen Länge machen, wie man sie eben selbst braucht. Wie gesagt, unsere Standardlänge ist 1 Meter, weil unsere Beete genauso breit sind, aber das kann man eben machen, wie es einem passt. Auf diese Tupfen aus Mehlpampe lege ich jetzt jeweils ein Samenkorn drauf. Das sind jetzt, wie gesagt, Radieschen. Bei kleineren Samenkörnern kann man auch gucken, ob man das mit der Pinzette macht, wenn das mit den Fingern schwierig ist. Aber da kommt jetzt auf jeden Tupfer so ein Samenkorn drauf. Das Mehl wird trocknen und dann hält es eben dieses Samenkorn fest an dieser Stelle, damit es sich nicht mehr bewegt, und stört aber beim Keimen überhaupt nicht, genauso wenig wie das Papier. Auch das Papier stört das Saatgut beim Keimen überhaupt nicht. Wenn es im Beet liegt später, dann löst sich das auf und behindert die Samen nicht beim Wachsen. Ich falte hier jetzt, man könnte das jetzt so trocknen lassen und aufrollen, wenn man möchte, aber ich habe das ja doppelt breit liegen. Das heißt, ich falte hier jetzt einfach diese andere Seite drüber. Das wird dann auch festgehalten, ein bisschen durch diesen Mehlkleber. In diesem Zustand lasse ich das Ganze jetzt gut trocknen, und sobald es ganz durchgetrocknet ist, kann ich das Ganze aufrollen. Aber man muss es wirklich vorher komplett durchtrocknen lassen, aber dann kann man das aufrollen oder falten und bis zum Frühjahr aufbewahren. Und dann wird das Ganze einfach nur ins Beet gelegt. Also ich mache im Beet später einfach nur eine kleine Delle, lege mein Band rein, Erde drüber, angießen, fertig. Und das ganze Gemüse, also Radieschen, Möhren, Rucola oder Pflücksalat, wird direkt in dem richtigen Abstand im Beet aufgehen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, bevor man diese Saatgutbänder verräumt, sollte man sie beschriften. Man denkt ja immer, man weiß, was drauf ist, aber man weiß es im Ende nie. Mir geht es auch oft so. Und wir wollen ja wissen, was wir sehen, und kein Überraschungsband produzieren.